Sie haben schon einiges gehört über elektronische Zustellung. Der Herr Ingenieur Ledinger hat das erwähnt, der Herr Dr. Albrechtowitz. Worum geht es jetzt konkret? Elektronische Zustellung, braucht man das überhaupt? Naja, es geht darum, dass ich meine Prozesse optimiere, Qualität gewinne mit der elektronischen Zustellung, das ist ein wichtiger Punkt, aber vor allem, Sie können massiv Kosten senken, ob Sie jetzt in der Verwaltung oder in der Wirtschaft tätig sind. Warum? Ist ganz einfach, jedes Dokument wird heutzutage elektronisch erzeugt, aber dann drucken Sie es aus, kuvertieren Sie es, bringen es zur Post, müssen sich ums Porto kümmern, das bezahlen, die Post übernimmt das dann, führt das in ein zentrales Verteilerzentrum, dort wird es aufgeteilt, dann wird es wieder von dem Verteilerzentrum ins Postamt zurückgeliefert und von dort wird es verteilt. Stichwort ökologischer Fußabdruck, auch nicht optimal. Und der Empfänger hat dann auf seiner Seite wieder einiges zu erledigen, der muss das abholen. Wenn er Pech hat, ist es ein RSA- oder RSB-Brief. Er war gerade nicht da, wie der Postler gekommen ist, na, dann haben Sie wieder das Problem, Sie müssen bei den Postöffnungszeiten etwas abholen. Wenn Sie viel arbeiten oder pendeln, wird das schwierig. Sie holen das Schriftstück ab, Sie müssen es irgendwo archivieren, Sie müssen es entweder abtippen oder scannen, um es selber weiter zu verarbeiten. Und dann bearbeiten Sie es und dann geht der ganze Zirkus wieder von vorne los, Sie dürfen es wieder ausdrucken, zum Postamt laufen etc. Das heißt, Sie haben einiges an Zeit und Geld aufzuwenden. Ja, optimal wäre es natürlich, diesen Prozess zu optimieren. Nicht? Als Produzent haben Sie viele verschiedene Dokumente, die Sie erzeugen. Sie haben Zahlscheine, die Sie zustellen wollen. Sie haben Dokumente, die kommen direkt aus dem Exchange-Server raus. Sie haben andere Vorsysteme wie SAP, wie ELAG, wie Dokumentenmanagementsysteme, Content-Management-Systeme, gleich welcher Art. Sie haben Archive, in denen Sie Dokumente haben, die Sie jemandem liefern wollen. Und da ist natürlich das Ideale, wenn es eine Middleware gibt, und die gibt es mittlerweile schon, die diese Dokumente übernimmt. Sie brauchen sich um nichts kümmern. Die Middleware entscheidet einfach, dieses Dokument ist elektronisch zustellbar, entweder via E-Mail, via E-Zustellung, via dem Unternehmensserviceportal, via Databox von Finanz Online. Oder aber der Kunde ist nie zu erreichen, auf keinem elektronischen Weg, da muss ich es ausdrucken. Aber auch das sollte die Middleware behirnen und es an die entsprechende Druckstraße schicken können. Natürlich ist es uns alle am liebsten, wenn wir etwas per E-Mail zustellen können. Nur die E-Mail hat ein paar kleinere Nachteile. Das eine ist, es verschwinden immer wieder Sachen im Spam-Ordner, beziehungsweise in der täglichen E-Mail-Flut werden sie übersehen. Das zweite Problem ist natürlich, dass E-Mail auch für viele böse Dinge verwendet wird, wie Phishing. Sie können sich auch nette Haustiere damit einfangen auf Ihrem Computer. Viren, Würmer, Trojaner, das gibt es alles. Das Problem bei der E-Mail ist, Sie haben keinen eindeutig identifizierten Versender bzw. Empfänger. Wer sich hinter maxmustermann@gmx.at verbirgt, können Sie nicht entscheiden. Sie haben vielleicht eine Ahnung, wer diese E-Mail-Adresse besitzt, aber rechtswirksam ist das nicht wirklich. Sie bekommen auch keine Empfangsbestätigung, wenn Sie eine E-Mail verschicken. Klar, es gibt Programme, da können Sie das vorschlagen, dass der Empfänger das bestätigt. Aber der kann das einfach wegklicken. Ich zum Beispiel klicke das gerne weg. Und E-Mail ist auch rechtlich problematisch. Sie können schwer nachweisen, eben wer hat es bekommen, beziehungsweise hat es diese Person, der Sie es an Ihre E-Mail-Adresse geschickt haben, auch selbst abgeholt oder hat es die Putzfrau beim Abwischen der Computertastatur abgeholt und auch gleich gelöscht. Er kann sich auf alles Mögliche berufen. Und genau dafür gibt es die elektronische Zustellung, die an sich vom Bundeskanzleramt erfunden wurde oder entwickelt wurde in den Jahren 2003, 2004. Und da geht es darum, Versender und Empfänger sind bei so einem elektronischen Postfach eindeutig identifiziert.
Und weil sie eindeutig identifiziert sind, kann man dann ein paar andere Services gleich dahinter lagern. Beispielsweise, Sie bekommen als Versender eine elektronisch signierte Zustellbestätigung, beziehungsweise wenn er das 14 Tage lang nicht abholt aus seinem Postfach, wird das wieder rausgelöscht und Sie bekommen eine Unzustellbarkeitsnachricht. Und dann können Sie natürlich entsprechend darauf reagieren. Sie haben auch die Unveränderbarkeit der Nachricht während der Übertragung sichergestellt. Und prinzipiell ist es so, und das war auch die Idee der Verwaltung dahinter, dass es qualitativ gleichwertig zu einem RSA-Brief ist. Also zu einem eigenhändig zugestellten Brief mit eigenhändig unterschriebener Empfangsbestätigung. Das ist das Prinzip der E-Zustellung. Und das können Sie natürlich dann sehr gut nutzen für alle anderen Services, die Sie brauchen. Nun, es gibt in Österreich zwei Systeme der E-Zustellung. Das eine ist, wie ich schon erwähnt habe, die behördliche Zustellung, das laut § 30 Zustellgesetz. Da gibt es drei Anbieter. Das eine ist die Post mit dem Postmanager, dann das Bundesrechenzentrum und unser Unternehmen, der Postserver. Auf der anderen Seite hat sich entwickelt die privatwirtschaftliche Zustellung, die grob gesagt aufsetzt auf den Entwicklungen der Verwaltung, nur eben einige zusätzliche Features hat. Die wurde entwickelt von der Wirtschaftskammer und da gibt es ein Rulebook, das man unterschreibt, dass man sich an Regeln dort hält. Und hier gibt es auch einen Zustelldienst, der bereits diese Zulassung hat, das ist auch Postserver. Das heißt, da finden Sie sowohl privatwirtschaftliche als auch behördliche Zustellung in einem Postfach. Und dieses Postfach können Sie dann nutzen. Das heißt, Sie können auch Unternehmen untereinander zustellen mit der Sicherheit eines RSA-Briefs, aber bei weitaus geringeren Kosten, zu denen ich dann noch kommen möchte. Es ist natürlich so, nicht alle sind elektronisch erreichbar, nicht alle wollen elektronisch erreichbar sein und dafür gibt es die duale Zustellung. Das heißt, wenn der Empfänger nicht registriert ist bei einem Zustelldienst, dann erfolgt die Zustellung ganz normal auf herkömmlichen Wege. Das heißt, wenn Sie das wollen, wenn Sie keine eigene Druckstraße haben, übergeben wir das an unseren Partner, die Printcom. Die Printcom ist der größte Rechnungsdrucker Österreichs. Die haben ein eigenes Hauspostamt und haben natürlich aufgrund ihrer Größe ganz andere Material- und Druckkosten. Und sie ersparen sich alles, weil sie schicken einfach elektronisch raus und Printcom druckt und kümmert sich um alles, auch um die Postwege. Die Kosten der dualen Zustellung ergeben sich, kann man nicht so genau, kann ich Ihnen keine Preisliste liefern, weil die ergeben sich aus dem Umfang Ihrer Sendung, aus der gewünschten Papierqualität und der Versandart. Aber es ist auf jeden Fall in den meisten Fällen kostengünstiger, als wenn Sie es selbst erledigen. Ja, kostengünstiger. Kostengünstiger haben Sie schon gesehen, jetzt abgesehen von den Preisen hier, dass Sie, wenn Sie in der elektronischen Welt bleiben, haben Sie keinen Medienbruch. Sie müssen nichts abtippen, Sie müssen nichts einscannen. Sie haben keine Wegzeiten von und zur Post. Papier- und Druckkosten sind natürlich gering. Und was auch ein großes Thema ist, in dem Moment, wo Sie mehr als ein Blatt Papier verschicken, es ist auch gewichts- und formatunabhängig. Weil wenn Sie sich heute die Posttarife anschauen, braucht man ein kleineres Verwaltungsstudium, um drauf zu kommen, wie viel kostet das jetzt der Stapel Papier, den ich auf meinem Schreibtisch liegen habe, wenn ich den versende, nicht? Weil passt es durch diesen Schlitz da durch und wie viel Gewicht hat das? Also das Ganze kalkulieren, das entfällt bei der E-Zustellung. Die E-Zustellung ist also behördlicherseits geregelt, ist das Porto fix, das sind 32 Cent, ziemlich egal, wie dick die Sendung ist. Bei der privatwirtschaftlichen Zustellung sind es 42 Cent. Und dann gibt es auch noch einen Sonderfall. Sie werden ja sehr oft Dinge versenden mit einem Zahlschein. Und hier haben wir den elektronischen Zahlschein entwickelt. Der kostet dann nochmal 18 Cent.
Aber der elektronische Zahlschein, den erachten wir als sehr, sehr wichtig, weil hier spießt sich's sehr oft zwischen Papierzustellung und elektronischer Zustellung. Wie kriege ich einen Zahlschein ins Internet? Und das möchte ich Ihnen zeigen. Hier haben Sie es sehr schön beschrieben, wie es funktioniert. Das könnte ich Ihnen jetzt vorlesen. Das ist allerdings nur für Sie, wenn Sie später die Folien anschauen. Ich möchte es Ihnen direkt zeigen. Das ist meistens einfacher, als das hier herunterbeten. Nicht? Sie haben hier den Posteingang von mir. Das sehen Sie, Briefkasten, Senden, Papierkorb etc. Und unter anderem auch eine Rechnung drinnen. Und wenn ich also auf diese Rechnung klicke, dann sehe ich, da habe ich drei Zustellstücke drinnen. Ich habe einerseits einen Zahlschein, ich habe eine Rechnung in XML-Format und ein PDF. Sie als Versender müssen uns nur das XML übergeben. Dieses XML wandeln wir für den Rechnungsempfänger in ein PDF um, damit er es auch lesen kann, weil XML liest sich etwas schwer. Und wir generieren zusätzlich auf einem eigenen Server einen Zahlschein. Der Empfänger sieht eben dann den Zahlschein, die XML-Rechnung, die kann er gleich seinem Steuerberater oder wem auch immer weitergeben, damit das weiter maschinell verarbeitet werden kann. Und auf der am PDF schaut er sich an, ob das auch wirklich dem entspricht, was er eigentlich erwartet. Und dann klickt er also auf den Zahlschein und das sehen Sie, der schaut aus wie ein ganz normaler SEPA-Zahlschein. Sind alle Daten eingetragen. Man klickt auf den Zahlschein und dann öffnet sich eine Maske mit der Bankenauswahl aller am EPS teilnehmenden Banken. Das heißt, Sie können sich dann aussuchen, mit welchen Ihrer Konten. Es kann ja sein, dass Sie mehrere Konten bei einer Bank haben oder zwei, drei Banken beschäftigen, was in Zeiten wie diesen vermutlich ganz günstig ist, wenn man nicht nur bei einer Bank ist. Können sich dann aussuchen, bei welcher Bank Sie bezahlen wollen, mit welchem Bankinstitut. Loggen sich dann ein, so wie Sie es gewohnt sind. Und finden dann vorausgefüllt ihre Überweisung. Das heißt, IBAN, BIC, Betrag ist alles schon vorausgefüllt und Sie müssen nur noch mit dem TAN bestätigen und dann geht die Überweisung vollautomatisch weg. Das heißt, Zahlendreher und andere Dinge gehören der Vergangenheit an, kann eigentlich nicht mehr vorkommen. Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, es gibt verschiedene Versendertypen, die Verwaltung, da gibt es welche, die versenden viel, manche weniger, in der Privatwirtschaft gibt es das auch und dann gibt es sogenannte verwaltungsnahe Berufe, die sehr, sehr viel Papier produzieren und derer haben wir uns auch angenommen, das ist ein Service, das darf ich kurz ankündigen, das werden Sie also ab dem nächsten Quartal finden, das heißt die Anbindung an den elektronischen Rechtsverkehr. Viele von Ihnen werden den elektronischen Rechtsverkehr kennen. Gerichte und andere Verwaltungseinheiten kommunizieren mit Anwälten und Steuerberatern nur noch per elektronischen Rechtsverkehr. Allerdings die letzte Meile hat bisher gefehlt, also die Anbindung der Klienten. Und das werden wir ab dem dritten Quartal zur Verfügung stellen. Technisch ist das schon völlig fertig. Es müssen nur noch endgültig die Verträge unterzeichnet werden. Das soll also demnächst der Fall sein. Und dann kann auch Ihr Rechtsanwalt, Ihr Notar Ihnen Verträge, Urteile etc. elektronisch übergeben. Ja, das war so ein Überblick über die elektronische Zustellung. Der Herr Ingenieur Ledinger hat gesagt, auch der Bankomat hat 10 Jahre gebraucht, um sich durchzusetzen. Also die elektronische Zustellung hat 2004 begonnen. Das heißt, 2014 sollte dann das Geschäft boomen. Das kann es aber nur, wenn ich bitte morgen sehe, dass es 100, 200 neue Anmeldungen bei uns oder bei einem Mitbewerb für die elektronische Zustellung
gibt, kommen Sie einfach bei uns vorbei oder schauen Sie auf der Bundeskanzleramtsseite vorbei, da haben Sie alle Dienste verlinkt und registrieren Sie sich. Damit helfen Sie sich, Sie müssen nicht mehr persönlich auf die Post marschieren und Sie helfen vor allem auch der Verwaltung, Geld zu sparen und damit steigen die Steuern vielleicht nach der nächsten Wahl nicht ganz so stark. In diesem Sinne, vielen Dank.